Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Präsentiert es bei Let's Play Risen 2. Das ist eine neue Aufnahmesession. Ich guck mal, wie viel Ruhm ich habe. Ich brauche immer noch 6000, genau. Ich guck auch gerade mal, was ich für Aufgaben habe. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht mehr ganz so genau. Die Trophäen soll ich für die Dame finden, die Isabella, genau. Das habe ich mir gemerkt, weil wir sind hier ja auch in Puerto Isabella und keine Ahnung, ob es wirklich nach ihr benannt ist. Ich könnte es mir gut vorstellen. Der rote Wein, den müssen wir abgeben. Da haben wir ja genug. Oder müssen wir nicht abgeben, aber können wir. Und den Schatz, den werden wir wann anders mal angehen. Ich laufe jetzt erstmal runter und gebe den Rotwein ab an Sophia. Ich mag meine neue Kluft hier. Gefällt mir ganz gut. Und ich weiß gar nicht, ich habe ja zum Anfang des Displays irgendwann mal gesagt. Hier ist der Wein. Ich habe den Wein, den du wolltest. Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht enttäuschen. Und ich denke, dafür kann ich mich durchaus großzügig zeigen. Falls du noch mehr Flaschen findest, nehme ich sie dir gerne ab. 500 Gold. Nicht schlecht, kriege ich jetzt noch eine Flasche. 100 Danke. Pro? Ja. Hier, hast du noch eine Flasche. Danke. Okay, nicht schlecht. Und dann können wir auch mal handeln. Und hey. Ja, ich habe ganz zu Anfang des Displays mal gesagt, ich habe alle DLCs. Das sind 3 Stück. Ja, einmal halt die Piratenkluft. Da kriegt man ja diesen Ring, der uns Ruhm gibt. 5%+5% oder sowas. Dann kriegt man dann noch... Brauche ich die Blutwurzel noch? Ich glaube nicht. Dann kriegt man dann noch diese Piratenausrüstung, die ich jetzt auch alle immer anhat. Und ich habe ja noch den Hut, glaube ich, davon an. Ist das noch der Hut, den ich noch anhabe? Ja, der Piratenhut. Den Rest habe ich auch schon gar nicht mehr an. Und dann sind es halt... und die Pistole, die ich am Anfang hatte. Ich weiß nicht, ob man noch den Säbel bekommt. Irgendwas hat man noch bekommen. Die Schuhe, genau. Das auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade die Übersicht nicht da. Steht auch irgendwo drauf, glaube ich, auf der Box. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es dazu dann noch 2... Das brauche ich nicht, weil ich keine Musketen bauen werde. 2 andere DLCs, 2 Story-DLCs nennt man sowas, glaube ich, halt, wo es Quests wirklich gibt. Ich weiß nicht, wann die anfangen oder ob ich die irgendwie triggern muss, also ob ich das wirklich bewusst machen muss. Ich werde mich da... Aber ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will jetzt halt auch nicht mich unbedingt zu krass belesen. Da habe ich Angst, dass ich mich vielleicht spoiler. Aber ich werde mich da demnächst vielleicht doch nochmal, also nach dieser Aufnahmesession werde ich vielleicht mal gucken, nur grob, ob ich irgendwas... Also ich werde versuchen, nur danach zu gucken, ob ich irgendwas aktivieren muss, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil ich weiß halt nicht, ob die sich von selbst irgendwie... Ob die von selbst starten oder ob ich da irgendwas machen muss. Weil es gab auch beim einen DLC... Also ich habe die normale Collector's Edition, nicht die Stahlbad Schatz Edition, weil die ist einfach zu teuer. Aber Stahlbad Schatz Edition... ich habe die Collector's Edition und dann halt noch dieses DLC-Erweiterungsding. Nee, keine Ahnung. Ich habe... Wie heißt das? Über GOG, da gab's, das heißt die Gold Edition, keine Ahnung, da ist auf jeden Fall alle DLCs waren dabei. Und bei Stahlbad Schatz Edition war aber auch eine Notiz dabei, das weiß ich, da steht was drauf, das werde ich aber nur erst vorlesen, wenn es zu dieser Quest kommt. Ich weiß nicht, ob das man die über GOG da vielleicht als PDF noch bekommen hat oder ob das überhaupt relevant ist, keine Ahnung. Es wird viel zu viel Off-Topic-Zeug gerade, lassen wir das lieber. Ich will hier nicht im Dunkeln durch den Dschungel laufen, ich gehe mal nochmal zurück und mach, dass es Tag wird. Ich habe ja die Macht darüber. Ja. Also ich habe... Die Collector's Edition habe ich mir später geholt. Die habe ich mir... Keine Ahnung. Ein bisschen später. Da hatte ich die mal billig gesehen. Da hatte ich mir die geholt. Und da hatte ich es halt schon digital, das Spiel. Ganz zu Anfang, als es rauskam, habe ich es übrigens nicht gekauft gehabt. Da hatte ich es mir auf nicht ganz legalem Wege geholt, weil ich es antesten wollte und damals ging es halt echt noch nicht. Also ich konnte es nicht mal spielen und dann war ich auch so, ja, bestätigt in meiner Tat. Irgendwann habe ich es mir dann zwischendurch gekauft, weil ich es dann auch wirklich spielen wollte und ich meine, da war auch der Patch schon draußen oder ich hatte es zumindest auch gelesen. Es ist halt echt super lang her, seitdem ich das Spiel das letzte Mal angefasst habe. Ich habe es dann aber auch nicht weit gespielt, also nicht weiter als ich jetzt bin auf jeden Fall. Nee, ich war nicht mal über die erste Insel hinaus. Und jetzt... ist es das erste Mal, dass ich es so richtig, richtig anfasse hier für das LP. So, ja, und dann bin ich ein bisschen überfordert mit all dem, die DLCs und so. Ich wollte die auch am liebsten deaktivieren, hatte ich ja gesagt, weil ich gerne spiele, einfach in einer Grundausstattung spiele, weil das andere, es überfordert mich halt alles. Und ich will es am liebsten so spielen, wie es die meisten spielen, weil jeder spielt, also jeder, der das Spiel spielt, spielt es auf jeden Fall ohne... so, wie man es ohne DLC spielt und ein paar spielen es dann halt so, wie man es mit DLC spielt. Das heißt, wenn ich mit DLC spiele, spiele ich ein paar Sachen, die alle ein paar andere Leute nicht spielen.
ich hoffe, das hat man verstanden. Befreie Hawkins. Ja, ich will, soll ihn befreien, aber ich brauche da noch... Irgendjemand muss mir hier Diebstahl beibringen. Warte mal, ich kann doch Charaktere. Klingenlehrer, Gerissenheit, Lehrer. Dieb. Hure. Dieb. Hier kannst du folgende Fähigkeiten lernen. Auf der Karte markieren. Schön, dass es sowas hier nicht gibt. Trickser. Werden mir da auch die markiert, die ich noch nicht getroffen habe? Ich hoffe es doch sehr, weil sonst heißt das, dass es hier einfach keinen gibt. Aber finde ich cool, dass man sich die markieren kann. Das mit dem Markieren ist allgemein ziemlich cool, finde ich. Ja. Ich habe auf jeden Fall die Collector's Edition da, nicht die Schalbert Schatz Edition, die ich auch gern hätte, weil da gibt's so eine Figur bei von einem Gnom, Piratengnom, was ich ziemlich cool finde. Aber das ist, glaube ich, das Einzige und ein paar halt, und halt die DLCs waren von Anfang an bei Schalbert Schatz Edition dabei und diese Notiz halt, die man zum einen DLC dazu bekommt. Ich glaube, das DLC war ganz am Anfang auch exklusiv für Schalbert Schatz Edition, aber es gab da tatsächlich die Möglichkeit zum Release, also vor dem ersten Patch, konnte man durch ein einfaches Kommando in der Konsole alle drei DLCs einfach so freischalten. Das hatte ich damals auch gelesen. Und dann haben sie, ich glaube, weil es jeder halt darum umsonst haben konnte, weil viele sich verarscht gefühlt haben und Cheaten nicht unbedingt illegal ist und das quasi einfach nur ein Cheat war. Ich weiß nicht, ob das wirklich nicht illegal ist. Ich weiß zumindest, dass es recht... Wenn, dann ist es in der Grauzone, wenn es nicht legal ist. Das heißt, es ist immer noch nicht illegal. Ja, und dann haben sie es, glaube ich, etwas später, als die DLCs einzeln rausgebracht. Auf Steam gibt es die auf jeden Fall auch. Alle, hatte ich vorhin nochmal nachgeguckt. Ob es die da auch gibt, weil ich mir nicht so sicher war. Keine Ahnung, ich rede voll viel off-topic. Und da oben ist jemand. Reden wir mit dem. Ist das der, mit dem wir auch sprechen müssen? Ich weiß es nicht. Bist du das? Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Der ist aber freundlich. Ich suche Venturo. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Zeichen also? So ein kleiner Schnitzeljagdmensch? Was sind das für Zeichen? Die Späher der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Na toll. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Zitat war, aber diesen Satz, du wirst es erkennen, wenn du es siehst, das ist in jedem zweiten 80er, 90er Film drin. Und das ist so ein doofer Satz. Wie komme ich ins Tempeltal? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Unter der Felsbrücke. Gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Dann kommst du ins Tempeltal. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. Okay. Und du? Was machst du hier? Ich bewach den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen, willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Immer noch. Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Okay. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Hast du nicht so viel Zeit mit dem Fleischpaket? Keine Sorge, hier hast du's. Hier ist dein Fleischpaket. Alles klar, danke, Mann. Da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Rippchen, Würste und Steaks. Hier, ich wieg dir das Fleisch mit Gold auf. Ich habe 100 bezahlt, glaube ich, für das Fleischpaket. Das heißt, ich habe 100 Gold Gewinn gemacht und diesen Götzen. Mal gucken, wie teuer ist der? Hier unten wahrscheinlich Molukken-Götze, unverkäuflich.
Der ist unverkäuflich. Ich hoffe nicht, dass man den jetzt eigentlich, dass der jetzt ewig immer im Inventar sein wird, weil er keinen anderen Nutzen hat, außer für diese Quest genutzt zu werden. Das hasse ich. Ich hasse es, wenn unverkäufliche Gegenstände in meinem Inventar vor sich dahin, ja, sind. Die machen ja nichts. Komm hier, rohes Geflügel kannst du nochmal braten. Und dann guck ich mir an, wie es dem Typen im Turm da geht. Ich hoffe immer noch darauf, dass ich jemanden finde, der mir die Diebeskunst ein bisschen beibringt. Vielleicht ist dieser Molucke, wie sie es sagen, ich werde das jetzt einfach übernehmen, ich werde mich da auch nicht immer rechtfertigen. Ich werde einfach Molucke zu denen sagen, weil ich in dieser Spielwelt drin bin und bla bla bla. Das sollte ja okay sein. War da gerade was? Nein. Ja, ich würde mal gucken, ob der mir vielleicht Diebeskunst beibringen kann. Vielleicht ist er ja ein Dieb und vielleicht ist er ja darum eingesperrt. Fragen wir mal. Tahana. Hi, Capucheco, Gucho. Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Bleib wachsam. Kann ich dich nicht befreien? Du bist ja nicht so vielsagend, aber vielleicht bist du dankbar, wenn ich dich befreie. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Aha, die Kanonenkugel. Logbuch. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Ich brauche Quests. Laufende Quest. Kanonenkugel, wo finde ich die? Ich sollte die Kanonenkugel bei der größten Expedition der Inquisition finden. Ja, da weiß ich auch total, was gemeint ist. Schön, wenn man so eindeutig ist mit seinen Tipps. Naja, wir werden es schon noch merken. Ich weiß auch nicht, ob hier in der Sammlung, da wurden bisher die ersten oberen angezeigt. Ich weiß nicht, ob hier einfach immer das nächste, was man findet, dazu kommt oder ob wir bisher die ersten vier wirklich gefunden haben. Letzteres fände ich natürlich besonders cool. Gib her. Okay, den Molucken kann ich anscheinend nicht befreien oder irgendwie sonst was mit dem abklären. Schade. Da kann man auch nicht rein, das ist nicht mal ein richtiges Fenster. Ach, das sind Gegner. Ich dachte gerade, es sah ein bisschen aus wie etwas Humanoides, was über einer Leiche kauert. Nee, das ist kein geheimer Gang. Bleib wach! Ich will dich doch befreien! Manu, ich habe noch keinen Grund, dich zu befreien anscheinend. Ja, nicht nur anscheinend, ich habe keinen Grund. Darum darf ich es wohl auch nicht. Und hier ist gerade eine Fliege und die geht mir total auf die Nerven. Die fliegt auch die ganze Zeit durchs Bild und am Mikro vorbei. Ich hoffe, man hört da nicht so ein Zzzz. Weibchen und... Ja, ja. Du hast dein Essen. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwelche Zeichen finde. Was ist das da oben? Ach, das ist nur eine Würgeranke. Da dachte ich auch gerade, das wäre irgendjemand, der da kauert. Hatte irgendwie was Hautfarbenes. Wobei Hautfarben ja natürlich total ungenau ist, weil es gibt ja ganz viele Hautfarben. Ja, komm. Los, Jaguar, ich mach dich fertig. Nee. Ich mach dich fertig. Und jetzt kann ich dir auch das Fell abziehen. Jaguarfell erhalten. Yeah. Kann man eigentlich die alten Jaguare, bleiben die liegen, die Leichen? Und kann ich da zurückgehen und... Also die, die ich ganz, ganz früher mal besiegt habe, kann ich da zurückgehen und die einfach mal... auch noch ihres Fells... entledigen. Hier ist irgendwie ein Staudamm oder so. Gehe ich jetzt hier durch? Ich vermute mal, da kommt man hier raus und da soll ja ein Schatz sein. Von daher gehe ich da lang. Dumm die dumm. Hä? Nein, das war nur irgendwas Gelbes in der Textur. Kein Gold. Ich bin goldfixiert. Hallo Termite.
Du bist gleich Geschichte. Ist das hier wieder so ein Termitenbau oder was? Naja, das sehen wir uns im nächsten Part an. Im nächsten Part von Risen 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Auch wenn ich mal anfangs so ein bisschen viel off-topic wegen den DLCs gesprochen habe und das, glaube ich, auch nicht ganz so eindeutig und verständlich war, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich habe die DLCs und die werden wir uns irgendwann angucken. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.